Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Shop-Review hier auf meinem Kanal. Wenn euch dieses Videos gefallen hat, dann lasst doch gerne ab und einen like da. Nochmal so als kurze Information zurzeit ist ja auch äh, der die Fortnite World Cup online open. Und wenn ihr, äh, wenn ich dazu mal auch äh, gecasten soll, dann äh, schreibt das doch vielleicht mal in die Kommentare und lasst gerne eine Bewertung da. Dann weiß, weiß ich, dass ihr das wollt und... Ähm, Gestern war es auf jeden Fall richtig krass. Stompy und Schinken bereits qualifiziert und äh, schon wieder können sie sich qualifizieren. Allerdings äh, kann man ja nicht zweimal qualifizieren und kann ja nicht zweimal antreten. Äh, auf jeden Fall trotzdem Erste geworden. Ist auf jeden Fall eine krasse Leistung. Und dann äh, gucken wir direkt in den Shop. Wir haben immer noch die Marvel Skins drin. Heute ist ja auch der letzte Tag der Challenges. Bis 15 Uhr. im Emote ist auf jeden Fall nice. Die Milano, jetzt vielleicht kein Gleiter, den man unbedingt in Arena spielen sollte, allerdings sieht er immer trotzdem sehr cool aus. Dann haben wir die Guardians Axt. Hat einen ganz coolen Sound. Und dann haben wir noch das Starlight Outfit. Bin ich ehrlich gesagt am schlechtesten vom Guardians auf the Galaxy Set. Dann haben wir allerdings auch noch Black Widow. Das Black Widow Outfit. Mit zwei verschiedenen Stilen ist eigentlich ganz cool das Skin. Ähm, bis zur schwarzen Witwe. Hm, finde ich ganz cool den Sound. Dann Widows Pirouette. Ist eigentlich auch ganz cool. Und das waren dann schon die Marvel Skins. Dann gibt es noch die Rennfieber Skins mit zwei verschiedenen Stilen. Einmal mit und einmal ohne Helm. Ähm, finde ich auf jeden Fall ganz cool. Vor allem die Variante ohne Helm finde ich ganz nice. Ähm, die weibliche Version finde ich auch Cooler als die männliche. Ja, gefällt mir persönlich besser. Dann gibt es noch Weiße Bö. Eigentlich ein ganz cooler Gleiter. Ja, geht auf jeden Fall. In Pop gibt es noch Pop-Sternchen. Hat eigentlich eine ganz coole Musik und ähm, die Bewegung sieht auch ganz cool aus. Und dann haben wir eine neue Spitzhacke Felsenbrecher. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus und diese oder hört sich ganz cool an. Und auch diese animierten Bohrköpfe vorne. Finde ich echt ganz nice. Ähm, ist ja eine, eine besondere Spitzhacke, dass da wirklich etwas animiert ist. Dann gibt es noch den Cool Skin. Ähm, ist im Prinzip dieser eine No-Skin mit Helm drauf. Ist nur ein grüner Skin. Ähm, deshalb geht er eigentlich wirklich vollkommen klar. Sieht eigentlich ganz nice aus, kann man sich definitiv kaufen. Aber die Spiel-Spezialisten ist so ein richtiger schützerskin skin eigentlich schon. Ist immer die weiße Version der Blaumütze sozusagen. Äh, 1200 v works gehen dafür auf jeden Fall klar. Dann haben wir die Goldschuppen-Lackierung. Finde ich eigentlich richtig cool. Ja, auch mit diesen, ähm, ja, diesen leichten Konturen, die auch noch dazwischen sind. Sieht das schon sehr, sehr edel aus. Aber ich finde, es ist eine sehr, sehr edle Lackierung. Vor allem hier auf der Heavy Sniper sieht das extrem cool aus und noch auf dem Bogen. selten das auf jeden Fall. Und also Die lohnt sich. Dann gibt es noch am Wasser gebaut. Ist auf jeden Fall ein witziger Mode, dass da Tränen rauskommen. Das war's auch schon mit dem Battle Royale-Shop. Und dann gucken wir nochmal rüber in den Rettet die Welt-Shop. Dann gucken wir, was dort heute für ein Lama drin ist. Ist auch die letzte Chance, sich den Piratenlamas oder einer der letzten Chancen, die Piratenlamas zu öffnen. Da ja am Donnerstag schon die nächste Season kommt und damit wahrscheinlich auch die Piratenlamas weg sein werden. Wir haben zwei kostenlose ähm, upgrade lama Das finde ich eigentlich immer ganz cool, dass es relativ häufig ist. Nahkampf -Lama nutzt jetzt sich jetzt nicht ganz so. Allerdings so über so ein gratis Upgrade-Lama beschwert man sich ja nie. Teilweise kann es auch ganz gut werden. Goldenes Lama. Und was drin. Wegen derer Verteidiger, naja, wintertech pulsar weiß ich jetzt aber nicht, ob die so gut ist. Trotzdem kostenlose Upgrade-Lamas sind immer nice, ne? Ja, das war's auf jeden Fall mit dem Shop-Video. Ich hoffe, ihr schalte beim nächsten Video wieder ein. Und bis dahin. Ciao.